Buckle up, Bitches. Wir sprechen heute über Steuern im Studium. Das Ganze wird ziemlich anstrengend. Aber ich habe Adrett-Becky ausgepackt, Finanz-Becky. Wir haben hier ein Outfit, als würde ich gerade meine Bewerbungsfotos machen wollen. Wir sehen zumindest so aus, als wären wir kompetent. Vielleicht kommt die Kompetenz dann auch hinterher. Das Thema Steuern im Studium ist ein super schwieriges Thema. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich jahrelang Angst davor hatte, irgendwie das Thema auch nur anzufassen. Und als ich dann letztes Jahr das allererste Mal meine Steuererklärung machen musste, natürlich aus anderen Gründen, wegen YouTube und so weiter, habe ich wirklich die ganze Zeit geweint vor Stress. Aber ich glaube, bevor wir über Steuern und Studium speziell sprechen, sollten wir erstmal verstehen, was es überhaupt bedeutet, Steuern zurückzubekommen. Weil das war auch ein Konzept, was ich lange nicht wirklich verstanden habe. Meistens ist es ja so, dass wir Geld von einem Arbeitgeber bekommen. Und dann wird mit Hilfe von diesem Gehalt, was wir monatlich bekommen, ein bestimmter Steuersatz berechnet. Das heißt, wenn wir 1000 Euro im Monat von unserem Arbeitgeber bekommen, ganz fiktiv, und wir 12.000 Euro im Jahr verdienen, dann sind wir in einer bestimmten Steuerklasse, also zum Beispiel unverheiratet und alles ganz entspannt, da ist man am meisten Steuerklasse 1, dann wird von diesen 12.000 Euro ein Steuersatz festgelegt und der wird dann monatlich abgezogen. Das heißt, wenn wir 1.000 Euro von unserem Arbeitgeber bekommen, bekommen wir eigentlich keine 1.000 Euro. Wir bekommen etwas weniger, es werden Steuer und Krankenkasse und so weiter werden direkt von diesen 1.000 Euro abgezogen. Wir bekommen also einen kleineren Betrag und haben quasi schon so eine Art Vorauszahlung für unsere jährliche Steuer gemacht. Aber es gibt in diesem System auch die Fähigkeit, Dinge abzusetzen. Das bedeutet also, dass wir sagen, halt, nein, ich musste aber auch für dieses und jenes bezahlen und habe deswegen de facto nicht 12.000 Euro verdient, sondern weniger verdient. Das heißt, wenn wir etwas absetzen, dann verringern wir den Betrag, den wir insgesamt in diesem Jahr verdient haben und somit verringern wir auch unseren Verdienst und somit wird unsere Steuerlast dann auch ein bisschen kleiner. Und wenn sich dann herausstellt, nach dem vielen Absetzen, dass wir deutlich weniger verdient haben und anhand von diesem richtigen verdienten Satz zu viel Steuern gezahlt haben, dann bekommen wir Steuern zurück. Bleiben wir in dem gleichen Beispiel. Wenn also jemand jetzt quasi fiktiv 12.000 Euro insgesamt verdient vor Abzug der Steuern und Krankenversicherung, aber dann sagt, nein, stopp, ich musste auch noch für eine Hausratversicherung bezahlen, für eine extra Pflegeversicherung und so weiter, dann wird das alles von diesen 12.000 Euro abgezogen. Sagen wir mal, er hat stattdessen nur 10.000 Euro verdient, dann wird seine Steuer von diesen 10.000 Euro berechnet und es stellt sich heraus, oh, er hat eine zu hohe Vorauszahlung im Laufe des Jahres geleistet und bekommt jetzt so und so viel 100 Euro zurück. Jetzt denkt ihr euch aber sicher, naja, ich bin aber Studi, ich verdiene überhaupt kein Geld. Warum ist es überhaupt für mich wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen, auch wenn ich noch nicht Geld verdiene? Verzeiht mir, ich musste den Blazer ausziehen, mir ist zu heiß geworden. Es ist ja schließlich ein Hot Topic. Als Studi kann man etwas machen, das heißt Verlustvortrag. Und bevor ich genauer erklären kann, was das ist, müssen wir erstmal ein paar Basic-Begrifflichkeiten besprechen, damit wir später dann den Verlustvortrag ganz genau definieren können. Und zwar müssen wir die Wörter Sonderausgaben und Werbungskosten zuerst verstehen. Und ja, ich selbst wundere mich, dass ich hier diejenige bin, die das Ganze erklärt. Sonderausgaben sind private Ausgaben, die man von der Steuer absetzen kann. Wie eben erwähnt, kann man zum Beispiel auch Versicherungen absetzen und das ist definitiv eine Sonderausgabe. Man kann auch Spenden absetzen oder zum Beispiel auch Altersvorsorge. Aber wie ihr merkt, das sind alles Sachen, die wirklich sehr persönliche Ausgaben sind und private Ausgaben sind. Wo der Staat allerdings sagt, wir wollen grundsätzlich fördern, dass unsere Bürger sich ausreichend absichern, eine gute Altersvorsorge haben und so weiter. Deswegen bieten wir ihnen an, dass man das absetzen kann. Da das allerdings eine private Ausgabe ist und damit eine Sonderausgabe, kann man diese Sachen nur für das genau dieses Jahr, wo man es auch ausgibt, absetzen. Deswegen ist das für einen sogenannten Verlustvortrag, irgendwas mit der Zukunft zu tun, ist das nicht wichtig. Das heißt, die Sonderausgaben abzusetzen lohnt sich auch wirklich nur dann, wenn man tatsächlich Geld verdient in einem laufenden Jahr. Das heißt, es ist für uns Studi nicht so ganz interessant. Aber die Werbungskosten, das sind die interessanteren Sachen für uns Studis. Werbungskosten sind nämlich Kosten, die indirekt mit der Arbeit zu tun haben, aber nicht vom Arbeitgeber rückerstattet werden. Das kann also zum Beispiel ein Fahrtweg sein, euer
Arbeitgeber wird ja später auch nicht sagen, okay, ich bezahle euch euren Fahrtweg oder ihr habt einen sehr netten Arbeitgeber. Aber Studienkosten fallen darin auch natürlich rein, weil Studiensachen, also sei es Blöcke, sei es euer Laptop oder auch eure ganzen Bücher, diese ganzen Unterlagen, die mit dem Studium zu tun haben, sind ja Dinge, die indirekt später mit eurem Beruf zu tun haben, allerdings natürlich nicht von der Uni ersetzt werden. Ich zitiere, das sind Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen. Und da euer Studium ja dazu da ist, dass ihr später einen Beruf ausüben könnt, sind das natürlich alles Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen. Das habe ich wirklich zitiert. Ja, ich habe gerade zitiert. Diese Kosten sind für uns interessant, denn die helfen beim Verlustvortrag. Und jetzt sprechen wir darüber, was ein Verlustvortrag ist. Es ist eigentlich relativ simpel. Wenn ihr jetzt zum Beispiel entscheidet und ihr verdient zum Beispiel noch gar kein Geld oder habt einen Minijob und seid dadurch erstmal überhaupt nicht steuerpflichtig, aber ihr macht trotzdem eine freiwillige Steuererklärung und setzt dann die ganzen Werbungskosten ab, die ihr habt, dann macht ihr ja höchstwahrscheinlich einen Verlust. Das heißt, ihr habt deutlich mehr ausgegeben, als ihr es eingenommen habt. Und dieser Verlust, den kann man sich sozusagen vormerken. Das heißt, wenn ihr dann irgendwann mal tatsächlich Geld verdient und so richtig im Beruf seid, also das allererste Mal einen Job habt und dann das allererste Mal die Steuererklärung mit eurem richtigen Job macht, dann habt ihr einen Verlust von den vorigen Jahren, die dann in die erste Steuererklärung mit rangerechnet wird. Das heißt, ihr habt euren Verlust vorgetragen, vorher schon angegeben und der wird dann mit der allerersten Steuererklärung komplett verrechnet. Und damit könnt ihr die Steuerlast, also wenn ihr das allererste Mal beruflich arbeitet, deutlich verringern und so dafür sorgen, dass ihr eure Studienkosten, eure Werbungskosten zurückbekommen könnt. Das ist alles sehr indirekt, aber es kann sich wirklich lohnen. Wenn man das Ganze wirklich mal aufaddiert, was man so über das Studium hinweg ausgibt, dann kann das eine ganz schöne Summe ergeben. Das war jetzt schon ganz viel Gerede, aber leider sind wir immer noch nicht fertig. Denn es muss natürlich kompliziert sein. Warum kann es nicht einfach sein? Denn nicht jeder Studi kann immer eine freiwillige Steuererklärung abgeben. Das heißt, nicht jeder Studi kann tatsächlich diesen Verlustvortrag machen, aber ich bin mir sehr sicher, dass jeder es eventuell irgendwann machen kann. Deswegen lohnt es sich immer noch weiter zuzuhören. Was ein sehr großes Problem ist, ist nämlich, wenn man als Studierende in der Erstausbildung ist. Diese Studierende können nämlich ihre Kosten aus dem Studium nur als Sonderausgabe tatsächlich anrechnen lassen und somit noch keinen Verlustvortrag machen. Wenn ihr also gerade frisch studiert zum allerersten Mal keine vorigen Berufsabschlüsse habt, dann lohnt es sich für euch wahrscheinlich nicht, weil Sonderausgaben wirklich nur für das Jahr gelten. Das heißt, es würde nur dann funktionieren, wenn ihr auch tatsächlich genug verdient, um eure Steuerlast durch Sonderausgaben zu reduzieren. Aber für Studierende, die zum Beispiel vor dem Bachelor schon eine Berufsausbildung gemacht haben, die sind jetzt in ihrer Zweitausbildung. Das heißt, sie können Werbungskosten angeben. Und Masterstudierende, die schon einen Bachelor abgeschlossen haben, wie zum Beispiel ich, die können auch ihre Studienkosten als Werbungskosten angeben. Denn wir haben schon eine erste berufliche Ausbildung. Und da ich mir recht sicher bin, dass viele von euch nach dem Bachelor auch einen Master weitermachen werden, wisst ihr jetzt, dass es für den Master unheimlich interessant und wichtig ist, eine freiwillige Steuererklärung abzugeben, damit ihr euren Verlustvortrag generieren könnt. Das heißt, leider funktioniert der Verlustvortrag nicht für alle Studierende, aber ich glaube, für die meisten Studierende funktioniert es zu einem gewissen Zeitpunkt. Fies wird es dann allerdings bei Medizin oder Jura zum Beispiel, weil so wie ich das verstehe, ist man dann die ganze Zeit in der Erstausbildung, weil man zwischendurch keinen beruflichen Abschluss hat. Falls da jemand mehr zu weiß, gerne in die Kommentare damit, aber so, das ist jetzt mein Verständnis und der Status, den ich so online gefunden habe. Wenn wir also das ganze Thema zusammenfassen wollen, was können wir daraus mitnehmen? Also erstmal, es ist wichtig zu wissen, wann Steuererklärungen für einen relevant sind, deswegen reden wir heute darüber und deswegen ist es trotzdem ein wichtiges Thema. Ob es für euch jetzt schon wichtig ist oder erst in ein paar Jahren, es wird irgendwann wichtig sein. Zweitens, Studierende, die vor dem Bachelor eine berufliche Ausbildung gemacht haben oder jetzt im Master sind, können eine freiwillige Steuererklärung abgeben und ihre Studienkosten dort als Werbungskosten angeben. Diese werden dann verrechnet zu einem Verlustvortrag,
der dann für eure allererste richtige Steuererklärung sehr, sehr wichtig wird, weil ihr dort viele Studienkosten zurückholen könnt. Außerdem, duale Studierende, die zum Beispiel während des Bachelors schon Geld verdienen, müssen sowieso eine Steuererklärung abgeben, aber sollten unbedingt darauf achten, dass sie ihre Studienkosten da alle voll absetzen. Denn da werden die Sonderausgaben ja auch unproblematisch sein. Das heißt, ihr könnt im Laufe eures Jahres eure Studienkosten als Sonderausgaben angeben und ohne Probleme sie von der Steuer absetzen für das jeweilige Jahr. Da ist der Verlustvortrag dann nicht mehr so wichtig, weil ihr dann tatsächlich schon genug Geld verdient, um eine richtige Steuererklärung mit Sonderausgaben zu machen. Ich verstehe, dass die freiwillige Steuererklärung auch ein bisschen freaky sein kann, wenn man das allererste Mal eine Steuererklärung macht, und ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Ich werde unten in der Description Box mal ein paar Links hinterlassen, zum Beispiel, was ihr alles von der Steuererklärung genau absetzen könnt. Lest euch das Ganze einfach mal in Ruhe durch und überlegt, wie ihr das machen könnt. Wenn ihr eure Steuererklärung machen möchtet und eine freiwillige Steuererklärung abgeben möchtet, gibt es unterschiedliche Dinge, die ihr machen könnt. Entweder man liest sich und fuchst sich einfach rein und benutzt tatsächlich Elster. Das ist sozusagen das System, was vom Finanzamt aus benutzt wird. Ich habe tatsächlich meine Steuererklärung in Elster gemacht. Ob das so gut war, weiß ich nicht. Wir werden es sehen. Und ab diesem Jahr habe ich Gott sei Dank eine Steuerberaterin, weil als Selbstständige in Deutschland, als Drittstaatlerin und als Mensch, der sein Geld im Internet verdient, ist es keine gute Kombi. Aber es gibt auch weitaus andere Software da draußen. Ich hatte gerade eine Kooperation mit Taxfix zum Beispiel auf Instagram, die man benutzen kann. Dieses Video ist nicht in Kooperation mit denen. Es gibt auch die Viso-Steuer-App von, ich glaube, das ist ZDF, die es da draußen gibt. Aber ich glaube tatsächlich, für eine simple Steuererklärung wird es auch in Elster unproblematisch funktionieren. Ihr könnt dann auch online nachlesen, wie das Ganze funktioniert und wie man dann das tatsächlich abgibt. Da gibt es tatsächlich sehr viele hilfreiche Guides online. Und da kann ich euch nicht großartig helfen, weil ich bin keine Steuerberaterin. Das heißt, genaue Dinge kann ich euch nicht helfen. Was ich allerdings machen kann, ist, euch durch dieses Video zu vermitteln, dass es super wichtig ist, sich mit diesen Themen vorab schon zu beschäftigen. Stellt auch gerne Fragen in den Kommentaren. Ich kann nicht garantieren, dass ich sie alle beantworten kann, weil ich, wie gesagt, keine Steuerexpertin bin. Aber ich mache diesen Kanal ja, um euch zu vermitteln, dass ihr nicht die gleichen Fehler machen solltet wie ich. Und ich hätte einen Verlustvortrag wirklich gebrauchen können. Ich hoffe also, dass es euch gut geht. Wir sehen uns wieder nächste Woche und ich schwitze schon ein bisschen nach diesem Thema. Das ist ein bisschen... Steuern machen mich nervös. Ich habe wirklich Angst vor Steuern.